diese. Der Tawane sieht echt heftig aus. Oh. Okay, ja, die Frage ist, wohin? Ich muss das löschen. Ja, genau. Aber. Okay, wahrscheinlich brauchen wir da halt so einen klassischen Ventilgriff oder irgend sowas. Können die jetzt sogar noch retten? Mann, was ist denn mit den guten wankenden Zombies aus Teil 1 geworden? So, da hoffe ich jetzt bloß. Jawoll! Alles klar. Guten alten roten Fässer. Oh, shit. Oh Gott, Alter. Was machen die Jungs? Oh. Oh, krass. Aha. Krass! Habt ihr die Mucke? Erkennt ihr die Mucke? Das ist Intro von Resident Evil 1, dem Original. Mit den Schauspielern. Dum, 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 dum. Okay. So, okay. Salute, okay. Staubsauger, wie schön. Ah, so, so. Ah, herrlich. Sie ist safe. Ach, Mann. Also, ich stehe ja total auf die Resident Evil Soundtracks und die Safe Room Soundtracks sind einfach der Hammer. Was haben wir hier? Ein Schmuckkästchen? Was sind wir mit dem Schmuckkästchen? Objekt untersuchen. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie sie auswählen und untersuchen wählen. Manchmal entdecken sie dadurch etwas, das ihnen helfen kann. Ja, Grüße an der Stelle, gehen da raus an meinen besten Buddy Lars. Ich sag nur, das Buch. Okay, untersuchen wir den Scheiß mal. Ja, rotes Juwel. Ein falscher Rubin, offenbar so gefertigt, dass man ihn irgendwo hineinchecken kann. Ich würde cool sagen, aber eigentlich ist es nicht cool. Wahrscheinlich ist, vielleicht ist das Teil auch für, ja, dieses, wie nennt man es denn? Gerät am Bahnhof. Nennen wir mal Gerät. Okay, gut, dann verstauen wir das erstmal. Wir verstauen das. Und da würde ich einfach mal sagen, hallihallo, Kombination, Kombination. Kombination. Okay. Wir haben Kontakt. Nein! Hau ab! Und haben wir halbwegs alle erwischt? Hier eine Shotgun. Ich würde gerne mal bei den Ah, shit. Was ist denn da? Oh, komm hier rein. Das ist blöd. So, okay, was. Ach Gott. Wo geht's denn da hin? Oh, lass mich rein. Komm hier rein. Okay, alles klar. Das sieht höchst verdächtig da vorne aus.
Okay. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Cool, cool. Okay. Kid Bros, Eisenbahner, Leitfaden. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System die Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Ah, okay. Okay. Keine Reaktion. Ja, okay. Ja, erstmal schön so einen Kaffee direkt auf der Armatur machen. Das ist auch geil, Alter. Ja, nicht irgendwo hier in der Ecke die Kaffeemaschine. Nein, direkt auf dem Pult. Wie, was? Ach Mann, was brauchen wir wieder einen Dietrich hier? Ich hoffe, das ist diesmal nicht so gemacht wie bei Resident Evil 7, dass du wirklich für jedes Schloss einen einzelnen Dietrich brauchst. Irgendwie, das wäre echt... Scheiße. Oh, ein Schlauch. Den nehmen wir. Hallo. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Welt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal in Kasten ein, da sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn er halt den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir das alle heil überstehen. Ja, Kumpel, das hoffe ich auch. Besonders dieser kleinen Lust der Kamera hier. Oh, schalalalala, hallihallo, hallo. Und die Kette, ja, die Kette durchschneiden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen. Ja, ich habe nichts zum Schneiden. Das ist schlecht. Eine Handgranate. Die wird geklopft. Schießpulver. Okay. Righty then. So, jetzt ist die Frage, wo bekommen wir so einen Schlüssel her und wo bekommen wir halt einen Bolzenschneider wahrscheinlich her, um die Ketten aufzuschneiden. Okay. Weiter. So, was haben wir denn hier? Schönet. Hochwertiges Schießpulver. Schön. Das nehmen wir. Und da wird unser Inventar langsam voll. Oh, du hast aber schön eingepackt. Oh, Scheiße. Oh, du wolltest bestimmt noch ein paar Klorollen haben hier, ne? Oh, Scheiße.